Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Let's Test Civilization 6. Tut mir leid, dass in letzter Zeit also eigentlich überhaupt nichts kam. Ich habe irgendwie die Zeit nicht gefunden, aber das sollte jetzt wieder ein bisschen besser vorangehen. Wir waren dabei zu versuchen zu gewinnen. Der Sparstand sollte normalerweise auch korrekt sein. Wie war mit der Archäologie? Dabei, ne? Ja, richtig. Letztes Mal haben wir unsere Museen gefüllt. Und hatten Spion in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, okay. Schau einfach mal. Ist schon etwas länger her. Ah ja, richtig. Wir haben so einen blöden Typen hier besorgt, wo den wir noch nicht nutzen können. Da der irgendwie kein Bedarf. Dumm, dumm, du bist dumm. Irgendwie müssen wir da mehr Wälder beinahe und Arme, irgendwie sowas, keine Ahnung. Da zivilisiert. Theokratie. Was bewahren? Die ist noch unbekannt. Umweltschützer. Unbekannt. Aber sie sind den Verrat. Russisches Reich. Heutzutage stimmt das hier überhaupt nicht mehr. Dampfmaschine, okay. Habe ich da schon Boote? Ein Schiffswrack, cool. Hoppala. Ich habe 3 zur Verfügung. Kultur sind wir das so zu reden. Ich könnte Amerika 1 auswischen, aber da sind wir momentan relativ gut beisammen. Wenn ich hier mir die schnappe, bin ich vorne. Ah ne, bin ich noch nicht vorne. Ich brauchte 8. Ich bekomme halt mehr Gold. Oder ich schnapp mir die hier und bekomme mehr Wissenschaft. Da habe ich gerade keinen direkten Konkurrenten, also stecken wir da mal 6 rein. Jetzt sollte auch jeden Moment der Barbarossa kommen, ne? Und? Wow, diesmal hat er mal nicht mit mir gemeckert. Toll. Macht abgeschlossen.
Von Seebädern. Wunder gibt einen Bonus beim Kulturzentrum. Habe ich aber keinen Platz mehr. Also ein Man-Made Wunder. Könnte mir auch das hier schnappen. Ja, ich glaube, das wäre am besten. So. Okay, gut. Und nächste Runde. Wie sieht es überhaupt mit dem Sieg aus? Russland und Deutschland machen wir Konkurrenz. Ich führe gerade beim Kultursieg, da ich relativ viel Kultur habe und relativ viel Tourismus. Ich nehme an, Russland und Deutschland haben halt noch so viele Touristen, da sie halt den Religionsbonus haben. 53 Runden, das könnte etwas dauern. Zack. Die Deutschen sind jetzt auch dabei. Archäologie zu veranstalten. Wieso soll eine Frau anders behandelt werden? Das Frauenwahlrecht wird trotz dieser armseligen Guerilla-Opposition von Erfolg gekrönt sein. New Deal. Das hört sich ziemlich gut an. Aber zuerst mal Regierung wechseln. Jo. Nationalidentität ist auch gut. New Deal für mehr Annehmlichkeit und mehr Wohnraum. Oder mehr Kultur. Ich glaube, Wohnraum wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Demokratie und Symphonien. Ja, Funkwesen ist nämlich auch gleich fertig. Bundesrepublik. Kryptographie. Nö. Nationalen plus 1 pro Stadion in Luxemburg sowie plus 2. Okay, Marktwirtschaft wäre interessant. Stadion bringt mehr Annehmlichkeit.
Enteignung. Ist ein bisschen spät für solche Sachen noch. Verdreifacht Tourismus zu große Musikwerke. Auf jeden Fall. Und nächste Runde. Wie sieht es aus mit unseren Werken? Da haben wir noch Platz für zwei Reliquien. Und sonst nichts. Normalerweise, Tourismus hat ja auch noch einen Bonus bei offenen Grenzen, kann das sein? Handelswege geben wir als Bonus. Keine offenen Grenzen? Moment. Stich-Einsätze schaue ich mir noch mal an. Mit wem habe ich offene Grenze? Mit dir, ne? Okay, sehr schön. Sehr schön. Okay, weitere offene Grenzen. Damit könnte ich meinen Tourismus wohl etwas steigern. Bei Ägypten. Schauen wir mal, ob die Interesse hat. Ah, da haben wir schon offene Grenzen. Okay, cool. Kaufen wir ein paar Objekte mit Gold, da ich da eh viel zu viel habe. Gute oder Uni? Hoppala, nee. Wohnviertel zuerst fertig machen. Dann ein Objekt kaufen. Uni. Gut. Hier. Objekt mit Gold kaufen. Tempel. Kunstmuseum ist eh gleich fertig. Wie sieht es hier aus? Ist auch gleich fertig. Okay.
Dann, könnte ich entweder nach Mainz, nee, oder nach Ulm. Muss doch irgendwo ein großes Werk geben, das ich klauen kann. Wie, was sagen meine Infos dann? Informationsverhalter, nö, Kanalisation, Grundspeicher, ja, bla bla. Theaterplatz in Mainz. Steintafel. Moment, Moment, Moment. Die Steintafel, die hat er wo? Deutschland einen Archäologiefund ausgegraben. Das ist also entweder in Ulm oder in Mainz. Checken wir mal zuerst Ulm aus. Irgendwie kapiere ich das nicht ganz, wie das da abläuft. Wie sieht es überhaupt aus mit Religion? Also, wenn ich mich nicht irre, oh, da kann ich das hier nachschauen. Naturforscher. National. Parks, vier zusammenhängende Länder, Naturwunder oder Berge sein. Moment, Naturwunder oder Berge? Das bedeutet, es muss Naturwunder sein, oder was? Wenn ich das richtig verstehe. Nationalparks. Von vier Sammlungen gebaut hin. Ah, oder, okay. Zauberung muss. Muss bezaubernd sein. Das wäre also schon hier machbar. Muss nur da ein paar Sachen entfernen. Das bedeutet, wenn ich mir hier einen Handwerker schnappe und nächstes Mal mich mal darum kümmere, sollte das klappen, eigentlich. Eine Eremitage. Ein Campus. Campus wäre gut. Ein Campus sollte ich am besten bei im Regenwald haben oder halt bei einem Berg, ist hier aber nicht der Fall. Ich würde mal sagen, hier wäre nicht schlecht. So, wir wollen viel Kultur. Und Tourismus wollen wir auch steigern.
Mit Deutschland haben wir den Bonus für Handelsweg. Mit Ägypten noch nicht, aber das können wir noch steigern. Dann haben wir jetzt offene Grenzen. Was würden wir da noch was machen? Können wir da auch noch mal Gas geben? Es geht ja hat welche Farbe? Jaroslav? Ne, das ist Russland. Okay, mit Hongkong? Ne. Komme ich momentan noch nicht dran, glaube ich. Muss ich mich etwas näher an. Wo ist das überhaupt? Hier, ne? Ne? Hier. Wo hat der Typ seine Sachen? Hier auf dem Festland oder? Ja, logischerweise schon. Das bedeutet. Ich schätze, den besten hier hin. Und du gehst dann nach Ägypten. Nach Ra-Kadet. Wir beginnen. Für mehr Tourismus halt. Deutschland halt mit Russland. Komme ich da irgendwo? Nee, komme ich nicht. Das ist ja etwas doof. Aber ich glaube, mit Russland haben wir noch keine Verbindung. Also machen wir das. Jo. Für mehr Tourismus halt. So, wenn ich jetzt hier hinreise und da das Gelände entferne, die Modernisierung. Da müsste ich eigentlich einen Wunder bauen, Naturpark bauen können. Und dann hier mit den Seebädern. Küstenwüsten, Küstenebene oder Küstengrasland. Ja, das muss ich also wirklich hier herum machen. Okay. Mindestens Anziehungskraft atemberaubend. Hoppala. Na, du erwartest einen Einsatz. Glaube, der eine Typ, den habe ich nach Mainz geschickt. Nee, ich nicht. Der ist dann in Ulm oder wo? Ja. Oder? Glaub schon. Schicken wir dich nach Mainz. Also. Archäologisches Museum ist fast fertig, dann können wir wieder einen Archäologen bauen. Sehr schön. Wie, das reicht auch noch nicht. Ich verstehe das nicht. Nationalpark. Vier zusammen. Ah, okay. Ja, dann fangen wir nächste Runde das da noch.
Scholltheater. Musikwerkplatz, sehr wichtig. Dauert aber sehr viele Runden. Da wären Archäologe vielleicht ein wenig besser. Kostet auch aber sehr viele Runden. Scholltheater wäre auf jeden Fall gut, wird aber halt dauern. Archäologe kann ich mir momentan nicht leisten. Man sagen, Informationen abschöpfen, bis halt da Fiction Museum gebaut wird. Ich verstehe das ernsthaft nicht. Ehrlich gesagt, ist mir das jetzt auch etwas zu doof. Schick den mal herunter, damit der sich bereit macht. Hier, warte mal. Ich die Steine schicke. Bezaubernd, 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 bezaubernd. Vier Stück aneinander. Warum geht das denn nicht? Was kann ich? Sehr schön. Dieser Musiker ist von unserer Zivilisation. Ja. Habe ich noch irgendwo? So eine Einheit? Nö. Der schläft dann jetzt noch, bis wir soweit sind, was gleich ist. Zentrum. Na? Jo. Amerika hat noch einen Siedler hochgeschickt, okay. Ja, Cleopatra, du bist sehr unbeliebt, habe ich das Gefühl, kann das sein? Und wer kriegt dagegen was? Barbaren? Wo? Wird Lavanda von Barbaren angegriffen? Ich glaube zwar nicht. Zone wählen, eine Pagode oder noch ein Wohnviertel oder eine Eremitage. Kann ich hier einen Archäologen ausbilden? Natürlich nicht. Dann halt eine Pagode. Hi. Mann, oh Mann. Jetzt werde ich tatsächlich bei Skype angerufen. Ich werde
bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Mein Vater hat mir angerufen bei Skype. Da kann man natürlich nicht nein sagen. So, sehr gut, Sendezentrum ist freigeschaltet. Nationalpark sind jetzt die vier Felder hier. Was wollen wir hier freimachen? Ich glaube, da war jetzt nichts Interessantes mehr dabei. Kann das sein? Forschungslabor, Seehafen. Das Internet ist noch wichtig, glaube ich. Computertechnologie, jo. Und dann nachher. Keine Ahnung, aber ja, Computertechnologie ist auf jeden Fall sehr wichtig. Habt eine Regierung mit 8 Politikplätzen? Ne, habe ich noch nicht. Okay, nächste Runde. So, okay. Damit habe ich auch sehr schön Ägypten da mal weggedrückt. Wie sieht's aus mit dem bla bla bla? Ja, ne, du wolltest ja Krieg haben. Memphis bekommst du leider nicht mehr wieder. 51 von 190, okay. Steigt bei Skytien. Von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria hat sich ein eiserner Vorhang über den Kontinent gesenkt. Ah ja, richtig, da war was. Da können wir wieder große Künstler reinsetzen. So. So, irgendwie hatte Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria hat sich ein eiserner Vorhang über den irgendwie hatte es Ziff 6 es für lustig empfunden, einfach hier mir das Spiel zuzumachen. Ich hoffe. So, hoffen wir, dass es jetzt mal klappt. Der Kalte Krieg taut nicht auf. Er brennt mit tödlicher Hitze. Diesmal ändern wir nicht die Politik hier rüber. Ich habe bei Reddit gerade gelesen, dass es manchmal dadurch passiert. Also hier muss man auf jeden Fall aber wieder irgendwie einschalten, dass irgendwie eine Handelsweg-Übersicht gibt. Da, okay. Wir haben Ägypten, Deutschland, Russland. Ägypten, Deutschland, Russland. Und Amerika. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall mal alle wichtigen. Was ist mit Quests? Ein Ritter, religiöse Bekehrung, Handelsweg. Das könnten wir machen. Nach Nanmadul. Das liegt wo? Hier. Dann setzen wir unseren Händler am besten nach hier hin. Kein großes Werk.
Habe ich da jetzt zwei Spione? Ja. Das ist natürlich nicht so toll. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Du gehst also jetzt nach Ulm. Da ist eine Steintafel, ja dann. Geht's dahin? Hier gäbe es mal Kram zu besorgen. Dann schicken wir da mal einen runter und dann auch Sebi da auch auf jeden Fall noch machen. Jetzt habe ich vergessen. Ja, den Wechsel zu machen. Toll. Kann ich das noch schnell machen? Schauen wir. Großer Künstler, zack. Okay, das hat geklappt. Gut. Also, falls ihr auch mal so ein Quatsch habt, versucht das mal so wie ich halt mit, ja, das hier. Also, die Politik nicht sofort umsetzen, die Karte, sondern erst am Schluss von der Runde. Komm ernsthaft nicht nach Nanmadul hin. Toll. Marika. So. Vor welcher Einheit hast du denn Angst? Ich verstehe das ernsthaft teilweise nicht. Du hast da einen in meinem Land drin. Ich habe hier eine hier. Die kann es nicht sein. Wenn, falls ja, wäre das extrem behindert. Die hier. Die sieht auch in meiner Stadt drin. Hier auch. Die dann oder was? So, wie zieht's dann dahin ab? Kann ja eigentlich fast nur die gewesen sein. Nächste Runde. Mainz ein Kunstmuseum, sehr schön. Füll das Ding. Ah ja, richtig. Große Werke, habe ich schon Platz? Nee, noch nicht. Okay. Stadtmauern in Inf. Ist mein Campus fast fertig. Pikinier Armee bleibt hier drin. Mein Musikfreund geht mal hier hin. Und nächste Runde. Eine Werkstatt. Handelt mit Russland. Gibt einen Händler. Der wird jetzt hier eine Stadt gründen. Wie sieht's aus mit meinem Tourismus? Ich führe immer noch, sehr schön. Produktion wählen, Sendezentrum. Kann ich das kaufen? Ja, wird gemacht. Gut. Sehr schön.
Dann, Archäologe? Nicht möglich. Aber wir könnten noch einen Spion anstellen. Habe ich dann ein Limit? Nee, ja doch. Aber ein paar Spione mehr wären sehr wichtig. Damit wir ein paar Kunstobjekte stehlen können und unsere beschützen können. Wir sind nach Hongkong, okay. Eine Pagode ist fast fertig. Jetzt gehst du dahin und wartest darauf, dass ich da auch ein Sendezentrum baue. Takamatsu braucht mehr Wohnraum. Hoppala. Schaue ich mir noch irgendwann an. Es geht noch mit Deutschland, okay. Zwei Stufen höher. Mission annehmen. Wenn ich dich auch hier hinschicke, wenn ich dich auch nach Mainz, wenn ich dich auch nach Ulm schicke, da auch mithelfe, vielleicht klappt das dann eher. Großen Händler erhalten, Computertechnologie. Das ist nicht so gut für mich. Ich bin etwas hinten drin mit der Forschung, Kultur bin ich aber recht in Ordnung. Jetzt wo ich hier gerade. Broadway, sehr wichtig. Pagode ist fast fertig. Wie sieht's aus mit meinem Tourismus? Ich führe immer noch. 27 von 194, okay. Sendezentrum oder ein Spion? Ja, ganz klar, Sendezentrum. Und nächste Runde. Okay. Wahrscheinlich hat die böse Tante von Russland denunziert. Ägypten, Amerika, Deutschland, Russland, Japan. Alle Wege sind vorhanden, also den, der mir am meisten Kultur bringt.
Okay. Dann hier vielleicht irgendwie schauen. Säbel dazu bauen. Falls. Ich funktioniere auch überhaupt nicht mehr, falls das geht, meine ich. Panzerabwehr, wo sind dann hier Bauern? Da ist mal Philadelphia. Das ist was, was man auf das Brot streichen kann. Das finde ich auch sehr seltsam. Und Kultur, was nicht der Fall ist. Bei Kultur bin ich vorne. Da müsste Oder stehen. Ich finde das etwas falsch. Oder, also ich mache mir da keinen Raum draus. NASA hat Millionen von Dollars ausgegeben, um einen Kugelschreiber zu erfinden, der im Weltraum schreiben kann. Die Russen haben einen Bleistift benutzt. Das ist ein sehr toller Spruch, der leider ein kleines Problem bringt. Die NASA hat Millionen von Dollars ausgegeben, um einen Kugelschreiber zu erfinden, der im Weltraum schreiben kann, weil Bleistifte aus Graphit bestehen, was so Staubkörner sind, die beim Abbrechen in der Luft, in der Schwere herumflattern und dann irgendwie Scheiße bauen können. Deshalb hat NASA einen Kugelschreiber gebaut. Also so blöd ist das nicht. Okay, was steht dann als nächstes auf dem Programm? Eine Mission. Ein Gesandten. Politik. Online-Community. Das wird dann als nächstes fertig gemacht. Das brauche ich nicht. Das könnte man machen, aber später. Das auch, aber auch nur um den Gesandten zu bekommen. Mehr Nahrung wäre auch eine Idee. Die Sache machen wir später dann wirklich nur, um Gesandten zu bekommen. Oder was vielleicht nicht mal so wichtig sein wird, dann werden wir uns eher den Weidenbohnen. Nee, Weide, ne, haben wir auch nicht so viel. Hier will ich nichts ändern, glaube ich. Ne, nö. Nee, warte mal, doch. Hier. Habe ich ja jetzt. Das hier. Mist. Ah, Mann, das ist etwas doof gemacht. Moment, wie viel Werke habe ich Platz? Habe ich überhaupt noch Platz für ein Buch? Nein. Also. Politik ändern. Hier, das wechseln wir. Das wechseln wir mit dem Tourismus. Satellitensendungen. Politik bestätigen. So. Tourismus sollte jetzt wieder stark anwachsen. So langsam. Okay. Ich kann einen Gesandten schicken.
Schickt ihn dann weiter in Zanzibar, um da Zeugs zu bekommen. Ich da das hier mache, kann ich die Erfolgschancen erhöhen. Modernisierung erstellen muss. Auf was für Feldern sein? Also hier geht es ja mal nicht. Obwohl ich nicht genau verstehe, warum. Seebad. Küsten, Wüsten, Küstenebenen oder Küstengrasland. Ist das hier eine Küste? Ich würde schon sagen, dass hier ist. Also die einzige Stelle, wo wir das bauen könnten, wäre dann hier, nehme ich an. Testen wir mal. Und dann halt hier oben. Hier. Müssen wir schauen. Es wäre auch toll, wenn der hier anzeigen würde. Ah, ich glaube, das ist eh doch schon der Fall. Check mir das. Check das nachher. Tourismus sollte jetzt wieder sehr stark steigen. Okay, sehr stark irgendwie ein bisschen steigern. Was will der hier? Kein Bock, dass der jetzt hier Sachen kaputt macht. Russland ist eine Demokratie, sehr schön. Was willst du? Du gibst mir das und das. Vorschlag annehmen. Und ja, ich könnte jetzt mal auch mal schauen, ob ich nicht ein bisschen handeln kann mit Leuten, um dessen Werke einzuheimsen. Hast du ein Werk? Nö. Hast du ein Werk? Ich hoffe, dass das kein großer Fehler war. Vergesst es. Bei dir versuche ich das ja zu klauen. Du hast nichts. Was ist mit dir? Du hast sehr viele Sachen. So viel kann ich nicht ausgeben. Ich habe jetzt mal eine Sache von dem Amerikaner, weil der etwas freundlich mit mir ist. Was habe ich da überhaupt jetzt mir besorgt? Wacht des Evangelisten, okay. Ich kann da auch kein Seebad bauen. Seltsam, ganz im Ernst. Sehr seltsam finde ich das Ganze. Übersicht. Verfügbare Wege. Oder meine Wege. Ich habe Yokohama nach Josef.
Memphis nochmal, Amerika, Ägypten, Deutschland und Russland habe ich sogar zwei. Glaub, ich schick. Ah, okay, ich sehe schon. Schick den lieber über Tokio. Nahrung. Ja, anzuschaffen. Kyoto meine ich natürlich. So. Posten, bis der eine fertig ist und dann versuchen wir das Ding zu stehlen. Lagungsturm. Benjamin Franklin mag die Elektrizität entdeckt haben, aber es war der Mann, der den Stromzähler erfand, der dadurch reich wurde. Das kann gut sein. Ja, ich finde noch kein Upgrade. Kein Interesse an Pferden. Gib mir mehr Geld. Tut mir leid, aber dann kein Interesse. Dann, wie ist das überhaupt mit seiner Kultur? Vierundzwanzig hat der und braucht 210. Er braucht 223. Wo Kyoto? Hä? Okay. Handelswege. Verfügbare Wege. Russland fehlt ein Bonus. Dann besorgen wir uns den mal. Da. Zack. Nächste Runde. So, ich will jetzt nur noch schnell mein Diebstahl im Museum versuchen. Oh, nice! Amerika wurde geplündert. Sehr schön. Ist gut für mich. Dann machen wir Schluss für heute. Dann hoffe ich, dass ich jetzt in den nächsten Tagen etwas öfters Zeit finde. Damit wir so langsam hier fertig werden. Weil es könnte sein, dass ich mich kümmern muss, mein Militär zu verbessern, da ich wirklich sehr wenig Militär habe. Jo, sicher. Ich habe immer einen Nationalpark gebaut, ne? Ich bin ein guter Mann. Richtig. Ein Objekt mit Glauben kaufen. Mache ich nachher. Glauben habe ich ja auch massiv. Wo? Das kann nicht dein Ernst sein.
Meine Einheit ist hier. In einer Stadt. Das ist so ein Blödsinn. Das muss geändert werden. Kann ja nicht sein, dass ich meine eigene Einheit nicht mal überhaupt nicht in meinen eigenen. Nee, das ist einfach nur behindert. Meinem eigenen Stadion stehen kann. Europa, du musst dahin. Stadion in meiner eigenen Stadt stehen kann. Fühle ich mich etwas für dumm verkauft. Ah ja, richtig, ich wollte mit Archäologie einkaufen gehen. Habe ich wieder vergessen, toll. Sport bildet nicht den Charakter, er offenbart ihn. Da wurde irgendwas ersetzt. Nehme ich an. Oder habe ich jetzt mehr Platz da? Ich hatte da noch drei, ne? Was hatte ich denn davon? Kultur? Oder wirklich Botminen? Okay. Mission annehmen. So. Dann hoffen wir mal, dass das geklappt hat. Ich wollte Religion, genau. Warum vergesse ich das die ganze Zeit? Wirklich, mit einem frisch ausgebildeten Siedler eine Stadt gründen. Erzähl mir mehr. Brauche ich überhaupt einen Blankensturm? Ich glaube nicht. Du wartest da noch ab. Wie lange dauert mein Spion hier? Noch 7 Runden. Das will ich mir aber noch ansehen. Dann machen wir heute halt Überlänge. Also Russland hat noch viele Werke, die man stehlen kann. Also schicke ich da auch noch Einheiten hin. Washington? Okay, Washington ist schon bei dem Weltraumding dabei. Das könnte knapp werden.
Da ich tatsächlich keine Ahnung habe, was hier drauf ist, kann ich ernsthaft seine Museen nicht bestehlen, da ich einfach keine Sicht drauf habe. Ein Monument oder ein Kraftwerk? Oder noch ein Spion? Monument sollte gut sein. Nice. Sendezentren kann man also auch mit Glauben kaufen. Das ist sehr gut sogar. Das machen wir dann jetzt auch mal hier. Zack, zack. Sehr schön. Was ist jetzt los? Jerusalem, weil ich da einen Spion hingeschickt habe. Okay, ich muss mich jetzt also damit mit meinen Spionen hier so immer weiter schlingeln. Bis ich irgendwo ein Theaterzentrum finde. Ja, Kulturzentrum. Aber ich sehe alles das gleiche. Protestanten, da fällt ein Leerzeichen, das ist nicht so toll. Das ist minus 3 auf der Zensur, ne? Meine Dingskirchen ist hier auch fast fertig. So. Religiöse Bekehrung. Das erste Mal nicht klappt, dann vielleicht das zweite Mal. Zur Heilung verschanzen. Große Werke, wie sieht's aus? Hier nichts, was ich tauschen könnte, oder wie? Doch, hier. Thema ist hier sein Typs von unterschiedlichen Künstlern. Ich habe hier Landschaft. Landschaft. So. So. Gut. Dann habe ich da noch einen weiten Platz. Okay, sehr schön. Sonst Punkte sind sie nicht so toll. Russland muss die Mondlandung noch machen. Das ist scheiße für uns. Mein Touristen sind wir aber jetzt wirklich am Laufen. Sehr schön. Okay. Nächste Runde. Ich habe hier einen Speer, toll. Der sollte mal hier ein bisschen schauen gehen. Wie lange brauchen noch meine Spione? 5 Runden noch. Okay. Wie sieht's aus mit großen Persönlichkeiten? Künstler? Da könnte ich Russland jetzt eins auswischen.
Hab aber nicht genug Ding ins Kischen. Okay, das muss ich dann akzeptieren. Hermitage ist nicht so wichtig. Dann würde ich jetzt hier noch einen Spion ausbilden und dann. Oh. Schauen für einen Archäologen gleich. Was? Komm, ich gebe dir auch offene Grenzen. Und du gibst mir 10 Öcken. 10 Öcken. Sagen wir 15 Öcken. Sagen wir 18. Sagen wir noch mehr. Sagen wir 20. 20 gut. Gut. Ich sage danke, weil ich war im Defizit. Immer noch. Hihi. Verkriegt da wieder mal. Lavanta, Lavanta. Was für Barbaren sind das? Von wo kommen die? Menschlich. Aber wenn man etwas so richtig falsch machen will, braucht man einen Computer. Forschung wählen. Computertechnologie hat jetzt was freigeschaltet. Tourismus wird verdoppelt. Als Produktion für Weide. So, eigentlich ist jetzt relativ egal, was ich forsche, wenn ich das richtig einsehe. Was halt jetzt von Interesse ist, ist, dass ich mal ein bisschen Gas gebe bei Sachen, die ich schon eher machen könnte, wie zum Beispiel die Börse. Sachen, die nicht so langsam vorangehen. Kann ich jetzt noch schnell forschen? Wie sieht es aus mit meinem Spion? Nach 3 Runden. Okay. Muss da auch mal wirklich ähnliches Militär hinbekommen. Nächste Runde. Sozial Media. Sehr wichtig sein. Der Kollektivaktivismus könnte wichtig werden. Wie viele Suzu? Ich bin 2 Suzeräne. Ich könnte Russland 1 auswischen in Deutsch, in Genf. Das muss ich nachher irgendwie schauen. Plus 10%. Ja, Kultur ist zwar schon nice, ne? Nächste Runde.
Wie sieht's aus mit, der hat, Krieger? Karawelle? Was? Speerkämpfer? Pikiniere? Okay. Nice. Der ist bestimmt jetzt sauer, weil ich bei ihm Sachen geklaut habe. Aber gut, was sein muss, muss sein. Jetzt geht es drum in Russland anzufangen, mich zu etablieren. Japan, Russland haben wir noch keinen Bonus, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe. Ja, vielleicht einfach weil, keine Ahnung. Naja. Auf nach Russland. Du bekommst jetzt erstmal eine Beförderung. Gorilla-Führer. Rekrutiert Partisanen. Schöpft Mittel ab. Egoist ist also das Richtige für mich hier. Und dann, gehst du mal nach Pazirke, um hier ein bisschen auszudecken. Ah ja, richtig. Meine großen Werke habe ich jetzt hier mehr, ne? Thema. Kuyung, Katsuga, bla bla, Hukusai. Ja, das könnte ich vielleicht noch austauschen mit einem Bild von einem anderen. Okay, ich brauche noch mehr Künstler. In Ordnung. Sorry, ich wollte nur mich hier um diesen Sie Kerne hier kümmern. In eine neue Stadt reisen. Schauen wir mal. Brüssel. Geht nicht. Okay. Inf. Söll. Kulova. Kann ich nach Kulova reisen? Ja. Du hast doch nicht wirklich mehr aufgedeckt. So reist du jetzt mal einfach nach Inf, um zu schauen, was es da in der Gegend gibt. Okay. Nice. Wenn ich jetzt da nicht komplett versagt habe, kann ich jetzt mir hier den Künstler vor der Nase von Russland wegschnappen. Okay, das hier ist wirklich eine überlange Folge. Aber es gab ja mal ein paar Probleme. Eigene Wünsche kaum eine Rolle spielen. Große Persönlichkeiten. Zack. Forschung wählen. Infanterie oder Kandidation.
glaube, Infanterie wäre der richtige Weg. Schön organisierte Landwirtschaft hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Gehst nachher nach Kyoto und nächste Runde. So, dann füllen wir noch kurz paar Museen mit unserem neuen Künstler und nächstes Mal, glaube ich, werden wir dann uns wieder um Archäologen kümmern. Nochmal. Moment, was ist da passiert? Nix, okay. Nochmal kleiner Kontrollcheck. Mit dem Fortschritt. Bei 500 Runden, das dauert noch länger. Russland ist dann nicht weitergekommen. Hier steigt alles super toll. Gut, Informationszeitalter, sehr schön. Ja, Verwirrung, vor lauter Verwirrung, in der Verwirrung hört sich nach Verwirrung an. Punkte für Dingensbums ist nicht so toll. Gesandten, Weinmodernisierung, mehr Nahrung, Gesandten, Gesandten, Gesandten. Ich glaube, Gesandten hören sich. Ja, wir werden da jetzt einfach nur noch grinden eigentlich, könnte man sagen. Spion. Kann ich hier keinen Archäologen ausbilden? Nee. Aber wenn ich noch einen Spion ausbilden kann, dann machen wir den auch noch. 3 von 5, okay. Ich fühle mich jetzt schon. Bisschen okay. Jetzt gehen wir da dem auch noch aushelfen. Du kannst dich wieder zur Heilung, bis zur Heilung verschanzen. Du gibst dich jetzt nach Kyoto. Aus einer kleinen Landschaft. Und nachher begibst du dich dahin. Okay. Und dann würde ich mal sagen, machen wir hier Schluss. Wir sind jetzt im Informationszeitalter angekommen. Das bedeutet, normalerweise können wir jetzt wirklich Gas geben mit dem Kultursieg. Wir sind jetzt noch nicht gerade in der Hälfte, aber sollte machbar sein. Also dann, Leute, würde mal sagen, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Griffion. Ciao.